der Bogen. Den ich mal noch verbessere. Da war eine Rune. War das unnötig? So. Wie gesagt, oh, hier war noch eine recht gute Fähigkeit. Da, da und da. So. Nicht das mein Schiff. So, jenes und ne. Und bla 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 bla. So. Nein, ihr sollt nicht plündern. Ihr sollt. In die Schlacht! Zurück! So. Segel hoch. Segel. Das Segel bleibt nach unten. So, jetzt aber. Bin ich überhaupt auf der richtigen Richtung? Ja, bin ich. Okay. Ich bin auf der richtigen Richtung, genau. Ich fahre in die richtige Richtung. So. Habe ich euch je die Geschichte erzählt, wie ich allein einen ganzen Clan mit einem gebrochenen Schwertheft tötete? Viel zu oft da. Komm ich da durch? Ja. Gut. Sobald ich fertig bin mit Sammeln hier in diesem Gebiet, geht's weiter in der Story. Das kann aber noch ein bisschen dauern. Vor einigen Jahren fuhr ich mit einem Schwerttänzer namens Egil zur See. Ein griesgrämiger Krieger mit Steingesicht und Eichenarmen. Bei einem Raubzug im Kurland landeten wir am Rand ein... Achso, da war ich schon mal. Bis wir Menschen fanden. Großes Gehöft. Es war dunkel und alles schlief. Also plünderten wir in der Stille der Nacht, nahmen uns Schafe und Ziegen, wie es uns beliebte. Dann sah Egil einen Knecht und bedrängte ihn auf des versteckten Silbers der Familie. Der Junge krächzte wie eine Krähe. Das Silber war unter einem Amboss in der Schmiede versteckt und leicht zu finden. Heimlich nahm ich es den Jungen mit aufs Schiff. Da wurde Egil betrübt, denn wenn die Bauern mit dem Hahnschrei erwachten, würden sie wissen, dass sie beraubt wurden. Jedoch nicht von wem. Also befahl Egil drei von uns, zum schlafenden Weiler zu folgen. Als wir die Häuser niederbrannten, rief Egil seinen Namen. Ich bin Egil, Sohn Skallagrims. Und ich bin der Mann, der euch alles nimmt, außer eurem Leben. Ich segelte nie wieder mit ihm. Cool. So kann man das auch machen, ja. Weniger Segel! Segel! Ich glaube, das war schon ein bisschen zu weit rein. Das muss ich da gucken. Auch schon wieder so ein... fruchtbaren Küsten. Ich hätte nicht erwartet, auf dieser Insel jemanden vorzufinden. Und warum? Das ist Englerland, die Heimat von Sachsen und Dänen. Unsere Küsten stehen für Handel offen. Englerland? Das hätte ich mir anders vorgestellt. Viele aus Nordwege bringt die Reise aus der Fassung. Aber zum Glück hast du mich, um dich zu leiten. Ich kenne das Land besser als meinen Sohn. Geht es dir gut? Mein Sohn treibt sich mit den Pikten nördlich vom Hadrianswal herum. Er weiß, was sie für Pläne ausbrüten. Oder was für Leute sie schicken würden, um mich auszuspähen. Du meintest, du wolltest mich herumführen? Natürlich, ja, herumführen. Folge mir. Hier ist Lunde.
Die Stadt, die vor langer Zeit von Römern erbaut wurde. Solche Baukunst haben wir seitdem nicht mehr gesehen. Man muss wohl mit dem arbeiten, was man hat. Ich glaube, der Typ ist durchgeknallt. Das sind Erze. Das sind die Klippen von Dofras, bekannt für ihre Schleifen. Weiter geht's. Ja, viel zu sagen hat er nicht. Jorvik oder auch Jorvik, die dänische Handelsstadt. Erzähl das nicht weiter, aber König Alfred hat einen Plan für Jorvik. Verstehe. Ist echt nicht mehr ganz das helle. Das ist der Hadrianswall. Unsere letzte Verteidigungslinie gegen die barbarischen Pikten. Es ist eine Linie, ja. Wer weiß, was ihm passiert ist. Da geht's, okay. Nehmen wir uns mal die Pfeile mit. Und da ist eine Hütte. Und die Führung endet in Winchester, im Herzen von Wessex. Wo ist König Alfred? Diese ehrlosen Pikten! Sie haben den König entführt. Wir müssen ihnen nach, nördlich des Hadrianwalls. Wo bist du, mein König? Irgendwo muss er ja sein. Alles klar. Jetzt geht's aber los. Keine Sorge, mein König. Ich komme. Weiter. Oh, wofür habe ich denn gerade Erfahrung bekommen? Nö. Hallo? Jetzt. Schöne Mutter. Was ist passiert? Warum sprichst du nicht? Wer in Hels Namen bist du? Warum durchwühlst du meine Sachen? Bei Thors Eier? Warum hast du sie zurückgeholt? Er ist wieder ganz aufgeregt. Verräter! Der König redet nicht mit mir. Du hast ihm die Zunge rausgeschnitten. Er hat keine Zunge! Weil du sie rausgeschnitten hast. Du bist sein Sohn. Bestärke ihn nicht noch. Sein Verstand ist welk und ähnelt dem eines Kindes. Ich brachte ihn her, um seinen Wahn zu lindern, doch es wird immer schlimmer. Ich versuch's mit Vernunft oder versuche mitzuspielen, aber er hört nur, was er hören will. Er hört nur, was er hören will. Ich wüsste, was da helfen könnte, wenn er mich lässt. Alter Mann, dein König ist von seinen Qualen ausgelaugt. Ich kann ihn reden hören, ganz leise. Er preist dich. Er sagt, er dankt. Hüsing. Er will Hüsing danken, für seine Treue zur Krone. Was sagt er noch? Du lebst in einem Traum. Es ist Zeit aufzuwachen. Was willst du damit sagen? Was wahr ist, mag nicht so angenehm sein wie ein Trugbild. Aber du hast Menschen in dieser Welt, die dich ehren. Es kümmert mich nicht, was du für wahr hältst. Ich glaube daran.
Ich glaube, dass Elfreth uns an die Pikten verkauft hat. Du hast dein Land und dein Volk verraten. Ich verurteile und entthrone dich. Eine schwere Entscheidung. Doch manchmal muss man eine Wunde ausbrennen, um sie zu heilen. Tja. Vergib mir meine Feindseligkeit. Ich wusste, dass das Ende nicht leicht wird. Aber manchmal wiegt die Bürde sehr schwer. Was du tust, ist ehrenhaft und mutig. Und die Götter wissen es. Viel Glück für dich. Immer noch im Krieg mit Englerland? Dieser zähe alte Fuchs lässt mich locker. Ich gebe zu, ich bin beeindruckt. Tja. Und zurück zum Schiff. Manches ist echt interessant. Also das ist... Hab ich echt nicht so erwartet. Hey, Burg! Wo ist das, Jaudek? So. Hey, was ist los? Was? Kommt schon, Leute, ihr könnt das. Segel setzen! Ich sollte hier eigentlich... Ja, ich komme hier gut durch. Okay. Sogar relativ nah dann da dran. Wer kann was erzählen? Nicht lang bevor wir nach Englerland aufbrachen, ging ich allein in die Berge östlich von Thornberg. Ich suchte nach Elchen oder Rehen oder anderem Wild, doch ich hatte kein Glück und fand nichts, das meine Pfeile wert gewesen wäre. Hinter einer Erhebung sah ich einen runden Berg vor mir, mit einem seltsamen schmalen Schlitz in der Erde, der von links nach rechts verlief. In dieser Spalte schien Wasser zu sein, was seltsam war. Schließlich verlief sie seitwärts. Als ich mich näherte, bebte der Boden und der Spalt zitterte. Dann öffnete er sich, so groß wie ein See und farbig umringt. Ich wich zurück, um alles in Augenschein zu nehmen, und erkannte überrascht, was ich sah. Das Auge Jörmungands, der Weltenschlange. Oh, ja, weh. Sie schläft nahe Thornberg und segnet uns mit ihren Träumen. Ach, wenn wir jetzt dorthin zurückkehren könnten, würde ich es euch zeigen. Eines Tages vielleicht. Eines Tages zeigen. So, auf nach oben! Bin ich mal gespannt. Ist das eine Warnung? Immer weiter und weiter. Mann.
gespannt, was da oben mich erwartet. So ein Rätsel. Es ist nicht mehr weit. Warum kannst du nicht mal springen? Ach, doch nicht so! Ich weiß auch nicht, was ich da sagen soll. Hä? Er will irgendwas abwandern. Hoffentlich nicht sich selbst. Gebt mir die Kraft, dieses Opfer darzubringen. Gebt mir die Kraft, euch etwas zu geben. Was ist das alles? Mein Leben. Die Früchte meiner Arbeit, allesamt. Und jetzt fehlt mir die Kraft, sie von dieser Klippe zu werfen. Du hast alles hier hochgetragen, nur um es hinunterzuwerfen? Das Pferd hat das meiste bewältigt. Nur so kann ich mein Hab und Gut in die nächste Welt schicken. Meine Kinder werden mich nicht damit begraben. Sie sagen, sie wollen nichts davon. Aber ich weiß, sobald mein Licht erlischt, verkaufen sie es. Wirst du mir deine Kraft leihen? Von der Welt. Je weiter du wirst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas die nächste Welt erreicht. Ah, ist das so, ja? Warum ist alles in Stroh gehüllt? Ich will nicht, dass irgendetwas kaputt geht. Da drin ist ein Bogen, den mir Halfdan an der Schwarze gab, weil ich König Sigtrygg einen Pfeil unter den linken Arm jagte. Klingt nach einem guten Schuss. Oi. Linker Trigger, rechter Trigger. Zeug landet irgendwo da unten. Da drin ist eine silberne Speerspitze von König Harald, weil ich Halfdans gefrorene Leiche aus dem Rönt gezogen habe. Eine großzügige Familie. Mögen alles die weg. Götter dir deine Mühen mit Glück vergelten. Ja, das hoffe ich auch. Danke für deine Hilfe. Das hättest du nicht tun müssen. Freundliche und mutige Menschen führen die besten Leben. Aber ihr Weg ist nicht immer der einfachste. Ich habe versucht, gut zu leben. Es reicht, dass die Götter das wissen. Selbst wenn der Name Harek Gant in Midgard vergessen wird. Und was wirst du tun, nun da diese Aufgabe vollbracht ist? Vollbracht? Das war die Ankündigung für meine Ankunft. Jetzt verlasse ich diese Welt. Schönes Leben noch.
Nach Asgard! Was? Halt! Danke! Alles klar. Bei Thors Hammer. Das war ein Schreck. So geht's auch. Damit habe ich die Rätsel auch abgeschlossen. Und weiter geht's. Wölfe. Nein, Füchse. Wölfe hätten mich angegriffen. Mein Proviant ist voll. Gesättigt bin ich auch. Habe ich eigentlich irgendwas im Inventar noch, das ich besser kann? Was ich lohnt? Okay. Was ich lohnt zu verbessern? Das ist so ein alles Ding, okay. Was denn jetzt? Ach, da. Immer weiter und weiter. Durch den Schnee stapfen. Da unten ist die Stadt, wo ich hin muss. Definitiv. Ah. Alles klar. Oh, die Viecher bringen mich um. Wow. Okay. Halt super weit weg noch. Hi ihr! Natürlich könnte ich euer Zeug nehmen, aber nö. Nö. Zwei Stunden später. Warum ist hier überhaupt ein Turm? Mal gucken, was hier wieder drin ist. Entweder ist da ein Barren drin. Oder... Oh, das war tief. Oder eine Rüstung. Rüstungsteil. Wieder ein Barren, okay. Ich muss mich in Acht nehmen. Hui, tief. Na, viele sind hier nicht. Mist. Shit hier. Shit you not. Wo ist er denn? Achso, wo da. Waren das jetzt alle? Nein, da ist noch einer. So, what the fuck, schnell weg. Ah! Na
komm. Na komm. Was? Warum? Geht doch. So. Bist du... Nein, du bist nicht nah genug. Aua. Okay. So. Und der Kohlebarren. Das waren die letzten Reichtümer hier. Und habe ich das Gebiet abgeschlossen. Yay. Schnell rein.